Gott, ich weiß, es kommt schon wieder ein Haul, aber ich habe nur Klamotten gekauft. Mich wundert das eh selber, dass ich das geschafft habe, dass ich mir nur Klamotten kaufe. Aber ich will euch die unbedingt zeigen. Ich bin so hibbelig schon den ganzen Tag, weil ich mich sowas von drauf freue, euch die Sachen zu zeigen. Ich habe auch Unterwäsche gekauft, ich werde euch die jetzt auch zeigen. Mir passt die aber nicht so ganz, also die BHs sind ein bisschen zu klein. Ja, leider, aber egal. Fangen wir mal an mit Primark, das ist nämlich am meisten. Es hat sich nicht geändert, ich hasse diese Tüten noch immer. Ich will euch auch unbedingt die Sachen zeigen, weil ich die Sachen relativ schnell waschen will, weil ich auch unbedingt ein paar Sachen dringend anziehen will und die stinken so extrem. Und ich freue mich schon, wenn ich die dann alle tragen kann, weil ich bin so happy über die ganzen Sachen. Ich habe mir sehr viele BHs gekauft. Ich zeige euch die jetzt im Schnelldurchlauf, weil BHs sind jetzt nicht so der interessante Teil. Die passen mir auch leider nicht so genau. Die schwarzen halbwegs. Der ist zwar XL, aber der passt mir auch nicht so richtig. Die Brust kriege ich nicht rein. Ja, was soll's. Fehlkauf hoch 10. Ich hasse es, wenn die Kleiderhaken dazugeben. Kann das noch wer nicht leiden? Also ich könnte da echt die Krise kriegen, wenn die das machen. Ich hasse das. Und dann wundern sich alle immer, wenn die Sacker so schnell reißen. Also ich habe drei. Das eine hat ein riesengroßes Loch unten. Ich glaube, die kannst du ja nicht einmal für dein Papierkram nehmen, weil dann reißt das alles durch. Aber okay. Das Video ist schon wieder sehr verpeilt. Eine Avocado als Schwarm habe ich mir auch gekauft. Hat 2 Euro gekostet. Musste unbedingt mit. Was auch unbedingt mit musste, ich habe mich so verliebt in den, aber gleich beim Eingang habe ich mir den genommen. Ein cremefarbener Bläser. Es schaut zwar weiß oder... Nein, er ist cremefarben. Ich habe ja auch einen lachsfarbenen und der ist richtig cremefarben. Ich freue mich schon auf den. Ich muss den halt noch waschen auch. Ich hasse das, wenn die Kleiderhaken dazu tun. Da könnte ich ausflippen. Ich habe mir eine gestreifte Hose gekauft. Die sieht so aus. Sie ist eigentlich dunkelblau. In der Kamera kommt sie aber schwarz rüber, glaube ich. Ja, in der Kamera schaut es schwarz aus. Aber sie ist dunkelblau. Und ich habe irgendwie vor, wieder Outfit-Videos zu drehen, obwohl ich mich nicht so ganz traue. Aber ich habe es irgendwie wieder vor, weil ich freue mich über die Sachen so extrem, dass ich unbedingt wieder Outfit-Videos machen will. Ich kann nicht reden, ich bin so hibbelig. Da habe ich noch einen BH. Ja. Ich will aber unbedingt wieder Outfit-Videos machen, weil ich habe mir die Sachen so gekauft, dass ich sie zusammen noch kombinieren kann. Den, ich weiß nicht, ob es eigentlich nicht ein Nachtgewand ist, aber ich habe mich so verliebt in den. Das ist ein Mickey-Maus-Pullover. Ich habe mich so extrem verliebt in den. Wirklich verliebt. Und der ist so kuschelig weich. Der ist so schön. Kostet hat er jetzt, ich habe die meisten Preise gar nicht dazu gesagt, 12 Euro. Aber der ist so angenehm und ich liebe das Material von dem. Weil ich einen Mangel an Bürsten habe, Haarbürsten. Ich habe da jetzt eine liegen beim Computer und eine draußen. Und ich habe aber das Gefühl, ich habe einfach zu wenig. Jetzt habe ich mir noch 3, da fliegt mir gerade alles runter, noch 3 mitgenommen. Ich meine, was muss ich dazu sagen? Die hat Mickey Maus Ohren. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß auch gar nicht, wie die sich anfühlt, aber ich habe es noch gar nicht probiert. Oh, richtig geil. Die ist mega. Und die war auch jetzt nicht so, ich meine, okay, 55 ist aber jetzt auch trotzdem nicht die Welt. Die musste ich mir auch unbedingt mitnehmen. Das ist von Harry Potter, die Slytherin Haarbürste. Es gab ja alle und ich konnte mich am Anfang gar nicht entscheiden, aber ich fand die so geil wegen der Schlange einfach. Ihr kennt mich. Ich liebe das. Und die Freundin von mir, genau, die Gryffindor, nein, die Ravenclaw, also ich glaube, ich nehme die blaue, urgeil, urgeil. Ich bin so hibbelig, ich kann es euch gar nicht sagen. Mir ist auch gerade ein BH-Stiften gegangen. Leider ist die Farbe urschön, aber... Leider ist die Farbe urschön. Leider passe ich nicht rein, aber die Farbe ist urschön, so wollte ich sagen. Also mir passt das Körbchen nicht, also mir rutscht das oben raus. Aber ich rechne fix damit, dass da die BH-Reifen eh wieder rausgehen. Deswegen, der hat 3,50 gekostet, was muss ich euch da noch sagen. Zu dem grünen habe ich auch passend die Hose dazu. Kleiderhaken macht mich fertig. Dann habe ich mir den in so altrosa gekauft. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die Farben passen nicht so zu meinem Hautton. War nicht so gut ausgesucht, aber mein Gott. Da habe ich auch die passende Hose dazu. Ich zeige die Unterwäsche nur ganz kurz, weil irgendwie weiß ich nicht, ob ich es geil oder nicht geil finde, ob ich das herzeigen soll oder nicht. Einen grünen BH habe ich auch. Den finde ich auch schön von der Farbe her, weil ich mag grün so gerne und deswegen
noch ein schwarzer BH, der gerade am Boden geflogen ist. Und eine Mickey Mouse Bürste in klein. Die werde ich mir so in die Handtasche werfen. Oder in die Arbeitstasche mal schauen. Aber die müsste ich dann sicher abzeichnen lassen. Und ich finde so, ich finde das nämlich cool, dass die Ohren hat, weil dann muss ich nicht so die Bürste fesseln wie so ein Krüppel, sondern kann es am Ohr nehmen und kann mich bürsten damit. Wenn ich mich noch weiter 100 Mal durchbürste, sind meine Haare wieder fettig. Ich bin schockiert über mich selbst. Irgendwas habe ich fallen lassen. Socken. Unterwäsche, noch mehr. Ich fand das Muster so genial. Ich weiß nicht, ob ich mit denen dann zufrieden sein werde. Da gibt es eine beige, eine weiße und eine schwarze. Aber ich habe mir vor kurzem welche auch vom Kick gekauft und die zerlegen sich jetzt schon wieder. Deswegen habe ich mir gedacht, kauf einfach mehr, nicht runterfallen. Pff, wie mache ich das am besten? Dann habe ich mir ein langes schwarzes Kleid gekauft. Es fliegt alles, wie ihr hört, aber okay, es ist wirklich viel Zeug. Es ist wirklich viel Zeug. Ein ganz, ganz langes schwarzes Kleid habe ich mir auch gekauft. So sieht das aus. Es ist wirklich lang. Das war auch gar nicht teuer, ich glaube 8 Euro. Ja, 8 Euro hat das gekostet, aber ich finde das so genial. Das kann ich nämlich urleibernd kombinieren. Ich habe irgendwo noch Gürtel, die ich euch dann zeige. Ich habe nämlich noch so einen Gürtel. Den weißen, also cremefarbenen Bläser mit dem schwarzen Kleid und den goldenen Gürtel oder den silbernen Gürtel, den ich mir neu gekauft habe. Also, ja, da fliegt alles, das macht mich irre. Ich habe das alles auf meiner Schoße und alles fliegt. Eine neue Minimaus-Decke habe ich mir auch gekauft. Ich habe ja die von Mickey Mouse auch irgendwo. Ich glaube, die ist noch in der Wäsche. Und jetzt habe ich eine Mini auch. Es wäre fast runtergeflogen. Ein grünes Höschen habe ich mir auch gekauft. Dann habe ich hier ein schwarzes Oberteil. Ich will die Sachen nämlich auch so schnell, ich glaube, das habe ich schon gesagt, oder? Ich will die unbedingt so schnell wie möglich waschen, damit ich die bald anziehen kann. Ich weiß, viele trinken Wasser, aber ich hau mir den Süßkram rein. So, als nächstes habe ich hier eine ganz, ganz dicke Weste. Ich hoffe, man erkennt da irgendwas. Die hat sogar eine Kapuze. Die war relativ teuer, die hat 24 Euro kostet, aber ich finde die sowas von schön. Die hat auch so Taschen auf der Seite. Und das Positive ist, die Freundin von mir hat sie gezeigt. Sie wollte die sich eigentlich kaufen, aber ihr ist die zu groß gewesen und deswegen habe ich es mit dann komischerweise genommen. Das war eh lustig. Wir haben nämlich fast einen sehr ähnlichen Geschmack haben wir, muss ich schon sagen. Okay, es ist nicht nur Fashion-Zeug. Ich habe mir auch Socken auch gekauft. Ich knall das jetzt mal da rein. Und Masken beim Primark. Einmal die Tuchmaske, glaube ich, war das. Ja, mit Kokos. Mich hat die extrem interessiert, wie die ist. Dann eine mit Avocado. Da schaut es aus bei mir. Dann habe ich mir so eine Crememaske mit Kokos gekauft. Die haben die urschönen Verpackungen aktuell. Ich war ewig nicht mehr beim Primark. Wirklich ewig nicht mehr. Ich finde, die haben auch relativ wenig Disney-Sachen. Früher hatten sie mehr. Dann habe ich noch eine Vitamin C. Das ist eine Peel-Off. Das sehe ich erst jetzt. Scheiße. Ich mag ja eigentlich keine Peel-Off-Masken. Naja, mein Gott. Eine Acai-Acai-Bären-Maske. Ich finde die Verpackungen so schön von denen. Aloe Vera. Und wieder eine Avocado. Haarreifen habe ich mir auch mal nach langem wieder gekauft. Ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden sein werde. 2 Euro haben es gekostet. Ich wollte die unbedingt haben zum Outfit dann dazu. Ich meine, ich habe schon ewig keine Haarreifen mehr getragen, aber ich finde die wohl schön. Mal gucken, wie lange es dauert und sie nerven mich und ich trage sie wieder nicht. Da habe ich nochmal ein paar Socken und ich finde die so schön. Nochmal ein paar Socken. Das war kein Deutsch. Ihr versteht schon, was ich meine, oder? Die finde ich so schön wegen dem Spitzenmuster. Sehr viel Haarschmuck habe ich mir gekauft, der irgendwo drunter liegt. So, einmal die hier, weil ich habe ein Oberteil, was auch solche Perlen hat in schwarz. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das mal. Weil wenn ich die Extensions da drin habe und dann mit der Spange, schaut das vielleicht nicht so schlecht aus. Und die hat nur 3 Euro gekostet, also ich muss halt meine anderen alten Spangen mal aussortieren. Man kann die irgendwie nicht erkennen, oder? Das ist eine keine Haarspange, ich kann schon immer reden, ich habe mich gerade vor volle Kanne verschluckt. Das ist so ein Gummiringer, wo halt dann das Maschall dann hinten so dranhängt und ich wollte das unbedingt haben, weil ich finde das voll süß. Ich habe es auch hier noch irgendwo in schwarz, aber ich weiß gerade nicht wo. Gürtel habe ich mir auch gekauft, man kann nie genug Gürtel haben. Da ist ich kann nicht reden, ich bin so hibbelig. Da ist positiverweise auch ein schwarzer dabei, weil schwarze brauche ich immer wieder für die Arbeit. Das heißt, wenn meiner kaputt wird, habe ich jetzt schon einen Ersatz. 2 Fliegen mit einer Klappe. Und das ist dieser silbergraue. Ich habe eigentlich auch den hier auch in Gold, weil den habe ich mir damals auch beim Primark gekauft, mit der Tasche sogar. Und ich hätte gern Schuhe in so einer Art, weil das Kleid, was ich euch zeigen will, wird dann dazu sehr passen. Wieder Unterwäsche.
ziemlich viel gekauft, sage ich ja. Noch eine schwarze Leggings. Ich habe auch irgendwo eine blaue gehabt. Fragt mich aber nicht, ob ich die nicht euch eh schon gezeigt habe. Ich hoffe es mal. Ich bin ganz verwirrt. Ja, dann habe ich hier noch eine schwarze. Ich habe ziemlich viele Leggings gekauft, was ich gar nicht mehr gewusst habe. Und irgendwo habe ich eigentlich eine blaue. Genau, da ist sie. Da ist die blaue. Weil die graue, die ich habe, die ist kaputt und mir gehen die alle so schnell kaputt, meine Leggings. Deswegen habe ich mir gedacht, du bist beim Primark, nutze es aus und kauf dir welche. Da habe ich auch die schwarze Masche, die mit dem Gummiringel, was ich in weiß habe, habe ich mir auch in schwarz gekauft. So viel klumpert. Ein Nachtkleid, ein neues habe ich mir gekauft. Das sieht so aus. Ist halt relativ kurz. Oh, hört ihr das? Und urelektrisch aufgeladen. Da werde ich jemanden eine Schnalze bis deppert. Aber es schaut relativ schön aus. Ich hoffe, das ist weg, wenn ich es gewaschen habe. Es ist relativ kurz, aber es ist sehr, sehr schön. Mal was anderes, ne? Dann habe ich das Oberteil hier mir gekauft. Ich wollte es nämlich unbedingt haben, weil ich das auch mit dem Blazer und ich habe mir jetzt auch einen schwarzen langen Rock ganz ruhig bleiben, lieber Shay. Ich habe mir heute einen schwarzen Rock gekauft, den ich dann auch dazu unbedingt tragen will. Oder ich trage es mit der dunkelblauen Hose. Ich bin schon so hippelig, was das betrifft. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das habe ich mir gekauft. Auch noch in so einer Farbe, weil das so gut zu der dunkelblauen Hose passt hat. Oder es passt auch zu der dunkelblauen Leggings. Ich bin voll hibbelig, was das betrifft. Ich freue mich schon so auf die Outfits. Wenn ihr die unbedingt sehen wollt, sagt mir Bescheid. Weil ich habe irgendwie voll Bock drauf, wieder Outfit-Videos zu machen. Heilige Scheiße, langsam sprechen. Noch ein schwarzes T-Shirt. Weil meine sind alle schon verwaschen. Ich ärgere mich, dass ich nicht noch mehr von denen mitgenommen habe. Aber dann würde ich noch mehr Geld ausgeben. Dann hätte ich noch mehr Geld ausgeben. Mein Gott. Ich will halt auch mehr Farbe tragen. Ich glaube, das sieht man schon, oder? Dass ich mehr Farbe tragen will. Deswegen habe ich mir so ein Lachsfarbenes. Das ist schon Lachs, oder? Weil da habe ich auch dann den passenden BH dazu. Ja, ne? Ich bin echt eskaliert, wie man sieht. Und es hat noch kein Ende. Also das ist jetzt mal Primark, aber es kommt dann noch was anderes. Ich habe leider keine Tragevideos gemacht, weil ich habe das komplett vergessen. Das habe ich auch mir in Rot gekauft, das Nachtkleid. Das schaut auch schön aus. Jetzt ist es am Boden gefallen. Ich hoffe, ihr nehmt es nicht so übel, dass ich so hibbelig bin, aber ich freue mich so über die Sachen. Es hat so Spaß gemacht, nach langem mal wieder Klamotten zu shoppen, weil in den meisten fühle ich mich nicht wohl. Eigentlich wollte ich erst wieder Klamotten shoppen, wenn ich ein bisschen abnehme, aber ich bin echt stolz auf mich, dass ich mir jetzt so halbwegs gefalle in den Sachen, auch wenn ich jetzt ein bisschen dicker bin. Das ist zum Beispiel auch noch ein Oberteil. Das habe ich nur durch Zufall gesehen. Das ist riesengroß, gell? Aber es passt halt. Ich bin halt ein Zelt. Was soll ich machen? Und draufstehen... Make today magic. Ist nicht so richtig, oder? Aber egal. Grün ist so richtig meine Farbe. Als nächstes. Ich muss sagen, ich gehe eigentlich nicht so oft in Pico und Kloppenburg. Eigentlich gar nicht. Aber ich habe ein Kleid gebraucht für eine Hochzeit. Deswegen waren wir da drin. Aber meine Freundin und ich waren dann so fixiert auf den Sale, der da drinnen stattgefunden hat, weil das war riesengroß aufgebaut, dass wir zuerst einmal beim Sale geguckt haben, bevor wir überhaupt draufgegangen sind, zu die Ballkleider. Also könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist, oder? Ich bin ja eigentlich kein Markenjunkie. Wirklich nicht. Ihr kennt mich, oder? Also Markenklamotten ist eher nicht so mein Ding, aber ich habe mir ein paar geleistet. Sagen wir so. Sie waren reduziert, es war alles im Sale, aber ich habe mir ein bisschen was gegönnt. Ich hatte ja auch einmal eine Zeit lang einen Max Blazer und ich glaube, der ist mir zu klein. Und ich glaube, der ist auch relativ kaputt. Den habe ich auch sehr gefeiert und auf den war ich damals echt stolz, weil der stand auf dem Arm so Max drauf. Also den fand ich auch mega. Und ich habe mir einen schwarzen Rock gekauft. Ich kann euch da leider die Preise nicht sagen, weil die haben das runtergenommen. Ich weiß nicht, warum die das runtergenommen haben. Aber ich glaube, der hat 10 Euro gekostet, wenn ich mich nicht ganz irre. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat 10 Euro gekostet. Bei Pico und Kloppenburg war das Positive. Du hast auf den schon bereits reduzierten Sachen, wenn du eine gewisse Anzahl an Sachen genommen hast, ich hatte 6 Stück, na mehr, 9 hatte ich und habe dann 30% auf jedes einzelne noch drauf bekommen. Und zuerst habe ich meiner Freundin das nicht abkauft. Sie hat gesagt, du kriegst auf jedes einzelne noch 30. Ich habe mir gedacht, nein, das kann nicht sein. Es war aber wirklich so. Und das hat sich wirklich ausgezahlt, muss ich sagen, wirklich. Und ich wollte schon immer mal einen schwarzen Rock haben, weil ich trage keine Röcke mehr. Kleider, ja, Röcke eher weniger, weil ich mich nicht so wohl fühle darin. Habe mir aber jetzt den gekauft.
und bin wirklich, wirklich mega happy über den. Und eigentlich habe ich noch einen zweiten, glaube ich, gekauft. Oder habe ich den jetzt doch nicht gekauft? Nein, ich glaube, ich habe den nicht gekauft. Dann habe ich ihn vergessen. Aber eh besser, wenn ich ihn nicht gekauft habe. Ich habe mir auch ein paar S. Oliver Sachen geleistet. Weil ich die so schön fand. Ich weiß, ich wollte ein bisschen mehr Farbe tragen, aber ich fand den sowas von schön. Das ist ein grauer Pullover von S. Oliver mit einer Kapuze und ich fand den so schön. Ich weiß, er ist jetzt nichts Besonderes, aber ich fand den so bequem und so schön, dass ich mir den einfach genommen habe. Ich weiß jetzt leider die Preise nicht. Vielleicht, wenn ich nicht vergesse, schreibe ich euch alle unten in die Infobox rein, wenn ihr unbedingt wissen wollt, was das alles kostet hat. Wenn ich es nicht vergesse, schreibe ich es euch unten rein. Auch verliebt habe ich mich in die grüne Hose hier. Also die ist ja, die hat da oben so einen schwarzen Bund und ist dann dunkelgrün. Und sie ist eher so leicht kariert. Man sieht es eh. Die ist so schön und die fühlt sich so genial an. Ich weiß nicht, welche Marke das ist. Ich kenne die gar nicht, glaube ich. Jakes heißt das. Kenne ich überhaupt nicht. War aber auch nicht so günstig. Ich meine, reduziert natürlich schon, aber ich freue mich schon so auf die Sachen, wenn ich die anziehen kann. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ich mich über die Sachen freue. Deswegen wollte ich unbedingt dieses Video drehen. Damit ich endlich euch die Sachen zeigen kann. Einen neuen Blazer habe ich mir auch gegönnt von S. Oliver. Black Label, so heißt sogar ein Duft von S. Oliver. Der sieht so aus. Er ist jetzt auch nichts Besonderes, aber er ist relativ schwer. Und mir gefällt er vom Schnitt extrem gut. Und ich bin schon echt gespannt, mit was ich das kombiniere. Ich weiß auch gar nicht, ob ich nicht den für private Zwecke eher verwende als für die Arbeit. Weil für die Arbeit habe ich eh viele andere. So, dann habe ich noch ein T-Shirt. Ich kenne die Marke auch nicht. Christian Berg. Das ist so ein gelbes, senfgelbes T-Shirt. Ich liebe es. Ich habe den BH auch. Jetzt wisst ihr, warum das alles so matcht, oder? Ich bin echt gestört. So, sieht das aus. Und ich bin so verliebt in dieses T-Shirt mit der grünen Hose oder mit einer schwarzen Leggings oder so. Ich freue mich. Ich freue mich voll drauf. Dann habe ich noch ein T-Shirt von S. Oliver. Das finde ich auch voll schön. Das ist so ein ganz heller, weicher Pullover. Ich bin eigentlich nicht so ein Markenfreak, aber ich finde den sowas von schön. Ich habe auch ganz viele andere Sachen noch probiert, die ich aber dann aussortiert habe, weil ich mir dann gedacht habe, nein, das musst du nicht unbedingt kaufen. Und mich wundert gerade, dass ich den einen grauen Rock doch nicht mitgenommen habe. Ich glaube, ich habe mich dann eben für den schwarzen entschieden, weil ich gesagt habe zu ihr, zu meiner Freundin, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich dann überhaupt die Röcke trage. Deswegen, ja. Worum es eigentlich auch ging, wir sind eigentlich nur in Pik und Kloppenburg reingegangen, weil normalerweise gehe ich da nicht rein, wenn mir die Sachen zu teuer sind. Weil ich ein Kleid brauche für eine Hochzeit und ich habe eins gefunden. Und ich bin so verliebt in dieses Kleid. Ich zeige es euch ganz kurz. Ich kann euch hier dann ein Tragebild einblenden. Weil da muss ich ein Tragefoto machen. Ich war so verliebt in das. Und es kommt schon. Und wenn ihr die Farbe seht. Ich meine, wenn ihr meine Story verfolgt, habt ihr das eh schon gesehen. Das ist so geil. Und der Schnitt ist auch so mega schön. Ich weiß nicht, man kann es nicht so gut sehen. Aber es fällt halt auch extrem schön. Und es hat halt hier so... Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich blende euch das Foto ein, dann sagt das mehr als 1000 Worte. Ich bin so verliebt in dieses Kleid. Sowas von verliebt. Ich habe auch relativ viel probiert. Ich habe nämlich eines probiert in so Roségold. Meine Brust hat fürchterlich ausgeschaut in dem Kleid, also nein. Dann habe ich noch eines probiert. Das, was ich jetzt euch einblendet habe, habe ich in Dunkelrot auch probiert, war auch schön, war aber nicht so der Fall, aber wie ich das anzogen habe, war ich sofort verliebt. Dann hatten wir noch eins in der Auswahl, in der Farbe, kann ich euch auch ein Foto einblenden, wo man aber den Ausschnitt so gesehen hat. Ich meine, ich fand das da schön, weil das ja die Masche hatte und das war relativ schön. Ich wollte mir dann auch am Anfang beide fast kaufen, habe es aber dann nicht gemacht, bin auch stolz auf mich, dass ich es nicht gemacht habe. Ich denke jetzt noch eine Weile über das Kleid nach, aber... Man kann ja eh nie ganz wohin gehen, weil die Verkäuferin gemeint hat, ich könnte essen gehen damit oder sonst irgendwas, aber sie wollte es mir wahrscheinlich nur andrehen. Aber sie war unnett. Also sie war wirklich unnett. Aber ich bin so glücklich, dass ich jetzt ein Kleid gefunden habe. Ich habe schon ewig nicht mehr Klamotten geshoppt und habe mich so wohl gefühlt, dass ich die erwischt habe. Wirklich nicht. Also generell extrem glücklich war, dass ich die erwischt habe. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die bunten Sachen wasche. Ich weiß nicht, ob ihr mich lange verfolgt, aber ich habe eigentlich so viele bunte Klamotten. Aber ich will die unbedingt bald anziehen. Diese rosane Bluse und die blaue und die... Unbedingt. Also ich muss unbedingt alles waschen. Das Kleid muss ich dann in die Reinigung bringen. Das werde ich demnächst machen. Vielleicht mache ich das morgen sogar. Mal schauen.
Weil bei mir in der Nähe ist eine Reinigung, also wäre das nicht so dramatisch. Ja, ich freue mich schon voll. Ich bin nur happy drüber. Kann man kaum sehen, oder? Also Boah, das hat mich erschrocken. Jetzt muss ich die Minen reinlassen, deswegen muss ich das Video beenden. Jetzt habe ich mich extrem erschrocken. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Auch wenn ich jetzt kurz Zugach abbrich, aber ich bin so, so happy über die Sachen und ich hoffe, euch gefallen die Sachen auch. Und wenn ihr die Outfit-Videos haben wollt, dann schreibt es mir das in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!